Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin jetzt hier gerade im Tarnmodus. Ich habe mich nämlich versteckt. Ich wollte eigentlich ein bisschen weitermachen. Ich hatte ja gesagt, dass ich offline noch einiges mache. Ich bin ja auch in der Welt soweit gut vorangekommen. Wir sind ja hier gestartet an der Küste. Dann haben wir ein Dörfchen gefunden. Das war ziemlich genau hier. Also mit dem Typen mit dem Wasserfall. Und von dort aus bin ich hier so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe so einiges gemacht. Wobei ich auch einen Boss gefunden hatte. Da muss ich jetzt mal eben schauen, wo der gewesen ist. Genau, der war hier oben. Also falls ihr den erledigen möchtet, den könnt ihr hier finden. Das Problem war nur, ich konnte jetzt leider kein Video davon machen, weil ich bin da drauf gesprungen und dann ist das alles gestartet und ich hatte ehrlich gesagt, also ich habe dran gedacht aufzunehmen, aber es ging alles so schnell, da hat er mich schon angegriffen und naja, es war ein bisschen doof. Es war alles ein bisschen schnell. Den könnt ihr aber hier östlich von Kaken Ra oder wie auch immer das ausgesprochen wird, könnt ihr den finden. Ja, aktuell bin ich jetzt hier beim Nahtjodlager und eigentlich wollte ich nur gucken wegen des Goldes, aber es ist so ein bisschen seltsam. Also wenn ich hier meinen Zeig es Raben mir. aussende, dann fliegt der nicht wie sonst einfach so drüber, sondern da steht ja oben Gebiet finden, finde Gorm und töte ihn. Und ich vermute ganz stark, dass der Kerl hier das ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute ganz stark, dass er es ist. Ja, dementsprechend wollte ich jetzt auch schon mal hier aufnehmen. Wenn nicht, dann seht ihr halt, wie ich das Dorf hoffentlich platt mache. Da unten scheint auch einer zu sein. Das sind sogar zwei, okay. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, das ist klar. Einer ist da drunter. Hallo. Ach, ich hab den. Nee, ich hab den nicht getroffen. Was war denn das gerade? Also manchmal ist es etwas seltsam hier. Es war wahrscheinlich diese Zeitlupe, aber es war trotzdem irgendwie etwas seltsam gerade. Da hinten sind noch welche. Also wir gucken mal, dass wir die einzelnen Leute hier erstmal platt kriegen, bevor wir uns da zu dieser größeren Gruppe wagen. Noch einer rum? Ne, das waren nur die zwei, ne? Hat man nie seine Ruhe. Nein, hat man nicht. Komm zu Mama. Na, jetzt hat das zum Beispiel wieder nicht gemacht. Normalerweise macht er das ja zweimal mit der Was passiert denn Assassinenklinge. da? Im Wegfallen roben wir ihn noch aus. Okay, also die zwei da hinten gehören, glaube ich, schon zu dieser Riesenmeute da. Gucken wir erstmal, was wir hier noch machen können. Nicht, dass die dann nachher alle hier angelaufen kommen. Das können wir nämlich gar nicht gebrauchen. Da hinten ist noch ein Einzelner. Ja, wir haben natürlich jetzt immer noch keinen Bogen. Was ich wohl schon geschafft habe, den Arm haben wir noch zusammengeholt. Und also die Armschienen. Und ich habe mir noch die Brustteile davon besorgen können. Und die Keule. Aber die Keule habe ich, glaube ich, schon von Anfang an besorgt. Ein Bogen wäre jetzt natürlich hier ziemlich geil gewesen. Oh, das wollte ich so nicht. Kann natürlich jetzt auch nirgendwo.
auch blöd gemacht hier. Wer sieht mich denn da? Ach so, der. Asgard geht hier vor. Na komm. Gib mir deinen Bogen, den kann ich gut gebrauchen. Och Junge, komm her. Willst du mich verarschen? Komm her. Guck, guck, hier bin ich. Was soll der Lärm? Ja, komm. Komm zu Mama. Mama ist ganz lieb. Mama schlitzt dich nur auf. So. Zumindest haben wir schon mal einen weniger. Ich weiß nicht, ob man direkt da drauf springen kann. Ich befürchte mich eher nicht. Ja, geh bloß nicht nach links. Wieso geht die nicht nach links? Hallo? Nein. Augenblick mal. Okay, da setze ich wieder hin. Wieder Ärger? Sei auf der Hut. Das dauert nicht lange. Kraft das Häschen. Nein, halt dich. Oh, ich sehe nichts. Hallo. Nö, da gehe ich nicht hinterher. Das ist die falsche Richtung. Okay, aber hat anscheinend nicht den einen hier aufgescheucht. Wo ist denn jetzt? Bei Zeiten. Was einst war, was? Wird wieder sein. Okay. Was ist denn da los? Na komm. Komm runter, guck nach. Ja, siehst du, das habe ich nämlich befürchtet. Oder gehofft, oder wie auch immer. Oh, Moment, er ist jetzt hier alleine unterwegs gerade. Oh, oh. Bei Odin, was geht da vor? Komm schön. Guck nach. Was ist geschehen? Hey, was geht da vor sich? Hä, wieso habe ich Schaden bekommen? Von wem? Hier war gerade noch keiner. Nein, stampf doch. Och, wieso stampft die nie? Ja, roll bloß nicht zur Seite. Sag mal, ist sie dämlich oder was? Zu blöd zum Rollen, echt. Yeah.
Ein Ende naht mit Riesenschritten! Schnell, voll und schießt! Ja, bloß nicht! Hallo, mach mal was! Ach, die kann sich nicht mehr heilen. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Und die stampft wieder nicht. Das ist doch nicht normal. Schlaf mir bloß nicht ein. Seltsame Dinge vor. Ist nicht schlimm. Komm. Nicht die Halle der 500 Türen. Dies ist nicht der Fels der Gefallenen. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden? Niemand, der die würdigsten Krieger kürt. Du, meine Erzfeindin. Dieses Niflheel, das kalte Nebelreich. Hierher kommen die treulosen Toten, um erneut zu sterben. Hier lösen sich Geister im Nebel auf, um vergessen zu werden. Deine Einmischung hat uns alle verdammt, du Arschkrähe. Mehr Lügen von einem geborenen Lügner. Sprich die Wahrheit. Was führt den Orden nach Vinland? Die Befreiung einer Göttin. Ein Wesen voller Macht und Licht. In fernen Zeiten von den Jötna begraben. Schade, Gorm. Du wirst sie nicht treffen. Gorms Steinauge. Es summt und verbreitet ein seltsames Gefühl. Anderweltlich. Wonach grub Gorm? Etwas, das tief in dieser Höhle ist? Olaf sollte wissen, dass sein Peiniger tot ist. Das schulde ich ihm. Okay. Schau nochmal vorsichtshalber. Obwohl, ja gut, wir sind jetzt wieder aufgeladen. Das wäre nicht ganz so schlimm, wenn uns einer angreifen würde. Ja, wir haben es geschafft. Und ich muss mich kurz entschuldigen. Aber ich habe das erste Mal seit... Oh, ich wusste, da sind noch welche. Das erste Mal seit langem vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Ja, ich würde sagen, ich cutte den Rest jetzt hier mal eben raus und wir sehen uns dann gleich beim Zielort wieder. So, und wir sind wieder im Dorf. Jetzt müssen wir nur den Typen nochmal eben finden. Achso, der ist jetzt wieder beim Wasserfall anscheinend. Ja. Typ ist erledigt. Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf.
Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Wir haben doch keine Zeit. Toyedene, sinue rodiscarda gete, junquiro taguani. Dehni zarugi, totni dagwe. Ya dehni ganare, ziosumwaya, danu aquegu, gasumwa hunzi. Yotzi zizu, yagode denegwa da wagu, danu rarondo de, yesutne irade. Zokki, Osumagu, ja undke doda, ahirek dogatka negere. Tundaya wasi, rarondo de, ja sagorege. Osumagu, ja eant da ne yotzi zizu. Zi wa agoyant da haje, wa eana hadu, zi nahoda wa ekweni. Niat dega derege. Ya ehowe, zi ya eant dat ne, zi de jutsu wagert us. Gott, Gottneraga, da go gara du has. Ich verstehe dich nicht. Du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zu Jötunheil mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heil willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben,
dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... Oh. dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwa gara du hast seine Art Nowhere Raugarde. Nene auch niot die Water det Nowhere ge. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Wahlstraße. Ich weiß nicht wieso. Doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gwa. Das nu sage. Wat niet daherde. Da gwa weirde go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yetisotogungaha. Ayesahaharahta. Gatnaraga. Sprich mit Hilda. Ich glaube, das war jetzt die, die vorne am Boot steht, ne? Genau. Da können wir aber, glaube ich, keine Schnellreise hinmachen. Nein, ich wollte dem eigentlich folgen. Ja, können wir leider nicht. Dann würde ich sagen, dass ich noch ganz schnell dahin reise, obwohl wir schon weit über der Zeit sind. Und dann hoffe ich, dass wir die ganze Sache damit abschließen können. Bis gleich. So, da sind wir nun. Kein Wort von Gorm. Der hat das ganze Ale mitgenommen. So. Jora aus Jovorvik, du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Gorm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Gorm Kjötvison gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Natürlich übers Meer. Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Also ich hoffe zumindest, dass wir immer wieder nach hier kommen können. Weit windet sich die Wahlstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden. Doch vorerst beschreite ich die See.